Moin Leute, wie ihr seht, war ich mal wieder Go-Kart fahren. Ja, und ich habe gedacht, ich mache dazu mal ein kurzes Video. Oh. Langsam. Junge, tut dir nicht weh, du machst dich. Du alle rein da jetzt. Dass du jetzt so viel kaputt gehst. Herzlich willkommen bei ModMed Airlines. Unser Assistent zeigt Ihnen jetzt, wie man sich richtig anschnallt. Bitte? Man sitzt hier nicht in der Mitte. Natürlich, wo kommt sonst? Hä, irgendwie... Alter. So, und jetzt mal ohne Witz, das waren die schnellsten Karts, die ich je gefahren bin. Die hatten nämlich 11 PS. Das klingt jetzt natürlich nach ziemlich wenig, verglichen mit Autos und so. Aber meistens haben die Karts bei öffentlichen Strecken nur so etwa 6-7 PS. Wenn es hochkommt, vielleicht 9. Aber 11 PS, puh! Mir ist übrigens auch erst zu Hause aufgefallen, dass da so eine gelbe Ideallinie auf dem Boden ist. Irgendwie habe ich die beim Fahren gar nicht gesehen. Ja, und mein Kollege hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Bremsen. Aber ja... Langsam, okay? Ich gehe langsam in die Eisen, okay? Okay. Nur ein Tipp, dann rutschst du nicht so. Weiter. So, das war jetzt ein bisschen kürzeres Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Peace!